durchreisen. Berlin lebt zur Durchreise. Und was sehe ich denn da? Sie essen Schinken. Tatsächlich. Ich habe hier für Gänsebrust gegessen. Weg damit. Lieber Junge, jede Branche ist eine Scheißbranche, wenn man das, was man tut, nicht liebt. Früher kam aus Nürnberg Lebkuchen, die habe ich immer sehr gerne gegessen. Was da heute herkommt, ist auch braun, aber es stinkt. Ich garantiere Ihnen, den anständigen Juden passiert überhaupt nicht. Meine Frau und ich, wir wandern aus. Mein Vetter hat eine Firma in Amsterdam, da sind wir sicher. Die Firma wird arisiert. An die Spitze dieses Unternehmens gehört ein Deutscher, fragt man natürlich. In der Leipziger Straße sind Sie schon. Wer? Was weiß ich, wer? Aussehen tun Sie wie Menschen. Unterwegs sind Sie. In der ganzen Stadt schlagen alles kaputt. Die Schaufenster, die Geschäfte und die Inhaber auch. Ich stehe auf dem Platz in der Heimatfront, den mir mein Führer zugewiesen hat, aber man möchte ja auch mit der Waffe in der Hand seinen Mann stehen. Da würde ich mal an Ihrer Stelle keine Sorgen machen. Ich glaube, wir kommen alle noch dran. Wieso? Ich bin OK gestellt. Haben Sie schon mal eine geschmiert bekommen? Nein. Dann haben Sie jetzt Premiere. Mein Onkel weiß doch gar nicht, wo er ihn verloren hat. Der ist eben weg. Sie müssten nur das Bild auswechseln. Gibt's denn überhaupt was zu tun für mich? Na, zu tun schon. Aber vorführen? Für wen soll man denn jetzt Mode machen? Etwa für die Trümmerfrau? Und jetzt möchte ich mich hinlegen. Für diese Zeiten muss man ausgeschlafen sein. Zur Durchreise, komm doch mal hier vorbei. Zweimal gibt's im Jahr Durchreise. Die Welt kommt zur Durchreise.